Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei der Herr der Ringe, die Schlacht um der Erde 2, Aufstieg des Hexenkönigs. Ja, wir befinden uns in der Mission gerade Khan Dune, oder Khan Dune, kommt von, wie man es ausspricht. Ja, das ist unsere nächste Mission und ich werde mich gleich reinmuten. Und zwar jetzt. Arnor steht am Rande des Abgrunds. Rudor wurde vom Hexenkönig unterworfen. Cardolan ist in kleine, versprengte Gruppen zerschlagen. Nur noch Fornost steht zwischen Angmar und der Tyrannei des Nordens. So scheint es zumindest. Doch der Angriff auf Bruchtal hat die Elbenfestungen vereint. Nun marschieren Elben aus Lindon, Bruchtal und sogar Lorien gegen Angmar. Sie sind entschlossen, ein Schwert in das Herz Angmars zu treiben, das die Zeit überdauert. Dunkler Gebieter, bald werden die Armeen der Elben und Menschen die Feste von Khan Dûm belagern. Und wie ihr befohlen habt, warten Rogash und seine Meute im Westen auf euer Signal. Sobald wir das Leuchtfeuer entzünden, kommen sie. Unsere Kundschafter berichten, dass Glorfindel bald hier sein wird, um unsere Feste zu stürmen. Einfach nur ein Scam. Wir haben Bruchtal nie angegriffen. Wir sind unterwegs. Lasst die Trolle nicht sehen, dass ihr herumsteht. Baut es stark, oder ihr werdet geknechtet. Einfach nur Scam. Angmar muss euch die faulen Maden. Baut es stark. Einfach nur. Ich bin der Erbe des dunklen Herrschers. Fürchtet die Eisenkrone. Ich bringe dem Westen den Tod. Ich warte auf die Befehle des Hexenkönigs. So. Unser neues Gebäude ist bau, bau, bau. Wir bauen uns auf, auf, auf. Ihr wartet Arbeit auf euch, wir wollen, dass unsere Festung so stark und stabil wie möglich wird. Wir wollen aber auch, dass wir die Angriffe von den scheiß Leuten überleben. Und das wird etwas schwerer, als man denkt. Weil die haben extrem viel Ausrüstung. Ich meine, die ersten Wellen sind ja einfach. Aber danach wird's nervtötend. Erstmal 6 davon. Das Gebäude ist zurück fertig. An die Arbeit. So, dann erstmal schön weiterbauen. Baut für den Hexenkönig. Warte auf Befehl. So. Wann kommt die Armee denn? Das Gebäude gehört in die Faust Angmars. Wir dienen der Eisenkrone. Unser neues Gebäude ist bereit. Lass die Trolle nicht sehen, dass so, hier rumsteht. Dann würde ich hier direkt das hier machen. Das ist kein guter Bauplatz. Das Ende des Westens ist nah. Ja, irgendwann kommt noch Rogash Armee. Ich diene jetzt dem Hexenkönig. Ich übernehme das Kommando. Direkt hier mal runter. Zurück an die Arbeit. Und dann baut man hier gleich mal weiter. Da nicht, aber hier. Wir wollen so viele Rohstoffe wie möglich bekommen haben. Und da ist es auch ein bisschen für uns erstmal egal, was genau jetzt passiert. Wir wollen jetzt halt alles erreichen. So, wir wollen uns so schnell wie möglich hier aufbauen. Was natürlich unfair ist, warum ist unsere verdammte Festung nicht gut aufgebaut? Ich befehlige die Leibeigenen. Ja, die nächsten 2 kommen jetzt auch gleich. Das ist sehr solide. Tempel des Zwielichts. Oh, das ist gute. Das brauchen wir. Das brauchen wir vor allen Dingen. Ist mir doch egal, wo du was bauen kannst und wo nicht. So, geht hier mal gleich runter. Denn das brauchen wir wirklich. Arbeitet für die Eisenkrone. So, dann erstmal hier verbessern. 2 weitere hier bauen, dann verbessern. Wir wollen auf jeden Fall so viele unserer Truppen wie möglich erstmal sichern. Hört mir zu, ihr Magen. Die Dunkelheit wird siegen. So, wir haben noch 1 Minute Zeit. Das ist sehr solide. Unser neues Gebäude ist fertig. Ich warte auf die Befehle des Hexenkönigs. Unsere Hexenmeister haben jetzt den Seelenbandzauber. Wir haben einen Tempel des Zwielichts gemacht. Wir sind hier fertig. Ich übernehme das Kommando. Keine Widerrede, ihr Würmer.
Versteckt euch dort, lasst die Trolle nicht sehen. So, jetzt haben wir leider erstmal keine Rohstoffe mehr, weil es extrem lange dauert, bis man die Rohstoffe alle bekommt. Man gibt sie sehr ziemlich schnell aus, möchte ich einfach mal anmerken. Traurig aber wahr, denn wir brauchen halt ziemlich viele Rohstoffe für alles Mögliche. Für alles Mögliche brauchen wir sie. Hey, du baust da so viele Truppen aus, wie ich will. Ganz einfach. Die Leute das nicht checken. Ganz einfach ist es. So, unsere restlichen Truppen sammeln wir mal hier. Weil die müssen auf jeden Fall auf die Katapulte gehen. Genau wie unsere Truppen hier. So. Sieg. Zurück an die Arbeit. Ah, wunderbar. Dann die nächste Person, die ein bisschen mehr baut. Schön. Wir sind hier fertig. Dann next. Für den Hexenkönig. Als nächstes können wir erstmal hier wieder ein paar hier ausbilden. Dann davon brauchen wir auf jeden Fall ein paar mehr. Ja, davon brauchen wir ziemlich viele. Das Ende des Westens ist nah. Meine Stunde ist gekommen. Das Ende des Westens ist nah. Sie haben keine Hoffnung. Sie greifen das Haupttor an! Unser neues Gebäude ist fertig. Wir holen unsere Heimat zurück. Meine Stunde ist gekommen. Angmar wird siegen. Die Dunkelheit wird siegen. Ich baue aus Eisen und Stein. Ich werde siegen. Was ist davon das Abbekommen, das Tor? Das Gebäude ist fertig. Ich warte auf die Befehle des Hexenkönigs. Baut es stark an die Arbeit, oder ich werfe euch den Welpen vor. Mies, wenn das Tor was abbekommt. So, du fährst erstmal nach Dan. Du hast jetzt 300. Baust die nächste Mühle hier erstmal auf. Arbeitet für die Eis. Arbeit, oder ich werfe euch den Welpen vor. Ich werde mich rächen. So. Ich bin der Erbe des dunklen Herrschers. Ehre bedeutet Schwäche. Angmar, die Truppen werden angegriffen. Der Feind ist in unserem Lager. Sie werden erzittern. Bang. Die halten aber ziemlich viel aus, die Katapulte, muss man einfach mal sagen. Jetzt nervt nicht. Unser neues Gebäude ist fertig. Lasst die Trolle nicht sehen, dass sie herumsteht. Baut für den Hexenkönig. Zurück an die Arbeit. Alter, Leute. Baut es stark. Das ist nicht nice. Wen soll ich unserem Banner unterstellen? Leibeigene, mir nach. Warum fahren die nach Dan? Wir sind hier fertig. Arbeitet oder ihr werdet geknechtet. Na. Baut für den Hexenkönig. Wir brauchen auf jeden Fall mehr, man. Zurück an die Arbeit, fertig. Das ist auf jeden Fall schon mal da. An die Arbeit, oder ich werfe euch den Welpen vor. So, als nächstes auf die Katapulte, meine Freunde. Unser Lager wird angegriffen. Warum wollt ihr nicht dieses Tor angreifen? Ich check es nicht. Alle vor mir knien. Unser Tempel des Zwielichts ist prächtiger denn je. Unsere Hexenmeister können nun singen. Ich diene jetzt dem Hexenkönig. Arbeitet oder ihr werdet geknechtet. So. Next. Hier. Lass die Rolle nicht sehen, dass ihr herumsteht. Das ist kein guter Bauplatz. An die Arbeit oder ich werfe euch den Welpen vor. Baut für den Hexen. Lass die Rolle nicht sehen, dass ihr herumsteht. So, gibt's ja sonst noch irgendwas zum Hinbauen? Die Schlacht hat begonnen. So direkt jetzt erstmal nicht, würde ich meinen. Ah doch, hier ist noch Platz ohne Ende. Hier wartet Arbeit auf euch, Gebäude. Ich bringe dem Westen den Tod. Ah, nochmal 4 Katapulte. Sie werden alle vor mir knien. Meine Macht wird sie vernichten. Meine Axt sinkt. Sie sind wie Korn für die Sensen. Unsere Gebäude werden angegriffen. So, Alter. Arbeitet oder ihr werdet geknechtet. Baut es zurück stark an die Arbeit. Die Truppen werden angegriffen.
Hier wartet Arbeit auf euch, ihr faulen Maden! So, möchte man anmerken, ne? Das Ende des Westens ist nah. Wir marschieren. Unser ich neues Gebäude muss erstarken. So, das sieht so unglaublich hässlich aus, aber es funktioniert und das ist das, worauf es ankommt. Unser neues Gebäude die Leibeigenen. Wen soll ich unserem Banner unterstellen? Möge Angmar die Macht unserer Belagerungsmaschinen spüren! Stellenträger der Hügel! Ihr macht, was euch gesagt wird. Warte mal, wir sollen was spüren? Arbeit, oder ich werfe euch den Wölfen vor. Ich warte auf die Befehle des Hexenkönigs. Ah, da machst du was falsch, mein Junge. Baut für den Hexenkönig. Sie fallen in Schar. Wir werden angegriffen. Sie sind wie die Dunkelstahlschmiede wurde erweitert. Sie werden als unser Tempel des Zwielichts ist prächtiger denn je. Unser neues Gebäude ist fertig. Unsere Hexenmeister können nun Gefallene heranrichten lassen. Ich bringe dem Besten den Tod. Ruhe, ihr Magen. Jetzt wird gekämpft, ihr Magen. Unser neues Gebäude ist bereit. Auf Befehl. Boah, Alter. Sie brechen absolute Assi. Das Blutvergieß hat begonnen. Kein Mann widersteht einer Klinge. Da kommt er! Meine Armee wird kommen! Fürchtet die Eisenkrone! Ich bade in ihrem Blut! Beweist eure Stärke! Wir marschieren in neue Länder! Wir werfen den Westen nieder! Wir dienen der Eisenkrone! Oh, auf in die Schlacht! Die sind einfach durchgerannt! Oh, verdammt, alles! Zurück an die Arbeit! Ihr wartet Arbeit auf euch, ihr faulen Maden! Für die Eisenkrone! Ihr macht, was euch gesagt wird! Lasst die Trolle nicht sehen, dass ihr herumsteht! Zurück an die Arbeit! Arbeitet, oder ihr werdet geknechtet! Alter, mein Junge! Dann brauch ich hier die Dinger hin, die du brauchst! Meine Macht wird sie vernichten! Sie werden bluten! Ich diene jetzt dem Hexenkönig! Alter, so viel einfacher. Kann ich das jetzt endlich aufbauen lassen, ohne dass die Leute mich nerven da? Die Halle des Königs ist größer denn je. Oh, alle, die ganzen Eispfeile sind hier schon mal dran, das ist sehr solide. Sie fallen. Die Schlacht hat begonnen! Ernsthaft, die stellen sich einfach da rein. Das juckt die einfach gar nicht. Ich kenne die Hügel! Sie werden fallen, interesting. Bevor sie fliehen. Die haben das richtig verkackt, möchte ich mal anmerken. So tricks man auch ein bisschen die NPCs da ein bisschen aus, wenn das so läuft. Das Gebäude ist fertig. Wir sind hier weg an die Arbeit. Ja, ich will safe haben, das heißt, ich baue da so viele hin, wie möglich ist. Aber hier brauchen wir es auch safe, deswegen bauen wir hier auch die nächsten Türme rein auf. Für den Hexenkönig. Wir holen uns an die Arbeit oder ich werfe euch den Wölfen vor. Arbeitet für die Eisenkrone! Sie werden alle ich spreche von mit der Stimme des Hexenkönigs! Der Feind greift unser Truppmann bade in ihrem Mann Blut! Widersteht meiner Klinge! Meine Axt sinkt! Meine Macht lass wird sie vernichten! Angmar wird siegen! Ich bringe dem Westen den Tod! Verdammt! Gehorcht! Ich werde mich rächen! Die fliehen alle nicht! Interesting. Dieses Land wird leiden. Meine Stunde ist gekommen. Ich diene jetzt dem Hexenkönig. So, jetzt kommt mal ran, meine Freunde. Hier ist nicht ganz so nice, wie ihr vielleicht denkt. Da sind auf jeden Fall erstmal nur die, die ich nicht benutzen kann. Die unten kann ich leider immer nicht freischalten, das finde ich schade. Das Blutvergießen hat begonnen. Ich werde mich warum stehst du da, du Otto? Das Gebäude ist fertig. Ich hoffe, dich halt die Trolle nicht sehen, dass sie herumsteht. Die Halle des Königs ist größer denn je. Unser neues Gebäude ist fertig. Ich bringe Angmar Steine und Eisen. Baut für den Hexenkönig. Wir sind hier fertig. So, Dunkelstahlschmiede. Das hier ist schon freigeschaltet. Wir wollen hier die Sachen da ein bisschen freischalten. Ich befehlige die Leibeigenen. Ich ziehe in die Schlacht. Und die sollen hier mal runtergehen. Ich befehle die Lanzenträger der Hügel. Keine Widerrede. Wen soll ich unserem Banner unterstellen?
Ich befehlige die Lanzenträger der Hügel. Ihr macht, was euch gesagt wird. So, wir haben nicht ganz so viel Platz da, ne? Ihr wartet Arbeit, lasst die Trolle nicht sehen, dass ihr im Raum steht. Wir werfen den Westen nieder. Ehre bedeutet Schwäche. So, das hier muss ich gleich mal freischalten. Unsere Pfeile flüchten. An die Arbeit, oder ich werfe euch den Wölfen vor. Nee, es ist mir egal. Verdammt. König der Könige. Vorwärts, Hügelmenschen. Die Dunkelstahlschmiede wurde erweitert. Lasst niemanden entkommen. Wir werden die Aufrüstung angegriffen. Wir sind hier fertig. Ich diene jetzt dem Hexenkönig. So, die gehen hier mal rum. Gibt's hier noch irgendwas, was irgendwie... Wir bauen für die Eisenkrone. Die Truppen werden angegriffen. Schwerter! Baut es stark. Ihr seht die Elite. Unsere Horden können nicht weiter wachsen. Ich bade in ihrem Sie Blut. Sie gleich zuhören. Kommt schon. Bewegung. König der Könige. Wir sind unterwegs. Unser Armeen können nicht weiter wachsen. Lass die Trolle nicht sehen, dass sie anders. Das Gebäude ist fertig. Dort können wir nichts bauen. Doch, können wir, um die Leute zu melden. Oder ihr werdet geknechtet. Nein, die kommen jetzt nicht weiter. Baut es zurück an die Arbeit. Dort kann ich nichts Ruhe, bauen. Ruhe, ihr Magen. Lass die Trolle nicht sehen, dass ihr herumsteht. Auf in die Schlacht. Aber jetzt... Arbeitet für die Eisenkrone. Kein lebender Mann kann mich aufhalten. Lasst niemanden entkommen. Ihr macht, was euch gesagt wird. Unser neues Gebäude ist fertig. Sorry Leute, ich bin kurz AFK. Ich lasse das Spiel in der Zeit auf pausiert, weil das echt nicht lange dauert und für einen Cut sich nicht lohnt. In 2 Sekunden bin ich wieder da. So, bin wieder da. Ja, sorry Leute, etwas unprofessionell, aber ich finde, das ist jetzt auch nicht ganz so schlimm. Möchte ich mal anmerken, ne? Ganz so schlimm ist das hier auch nicht. Ruhe, ihr Magen! Hört mir zu, ihr Magen! Ihr macht, was euch gesagt wird! Warum wollt ihr die überhaupt raus? Wo sind meine ganzen Truppen hin? Hört mir zu, ihr Magen! Sind hier welche drin oder was? Keine Widerrede, ihr Würmer! Nee. Verstohlenheit ist unsere Stärke. Ist das jetzt hier durch? Was? Fertig. Wir warten auf die Schlacht. Wir gehen hier in Deckung. Wir gehen ja nicht in Deckung, wir bauen einfach. Hört mir zu, ihr Magen! Schneller! Jetzt geht ihr da wieder hin und. Das Gebäude ist bereit. Ehre bedeutet Schwäche. Die Rache der Hügel. Oh, Leute. Ja. Ernsthaft. Dann muss ich das hier wohl ein bisschen schließen. Damit die Leute nicht mehr nerven. Ich werde mich rächen. Ja, natürlich mit dem hier halt die ganzen Leute. Das Ende des Westens ist nah. Wir sind kampfbereit, sind die Herren der Wälder. Ach, verdammter Mist. Die haben jetzt ziemlich viel eingebüßt, ne? Unser neues Gebäude. Wir sind kampfbereit. König der Könige! Sie werden alle vor mir knien. Wir bauen für die Eisenkrone. Ja, ne? Baut es stark! Davon kommt nicht so viel an. Zurück an die Arbeit! Dann einfach hier nochmal bauen. Da, das darf ich. Ja, da darf ich nochmal bauen. Keine Widerrede, ihr Würmer! Eine Stunde ist beweist eure Stärke. Stärke. Werden angegriffen. Das Blutvergießen hat begonnen. Ja. Die Bannerträger sind hier.
Ich kenne die Hügel. Lasst keinen entkommen. Beweist eure Stärke. Eine Legion der Hügel. Beweist eure Stärke. Deine Hoffnung. Ruhe, ihr Magen. Geht mal kurz. Ich weiß zwar nicht, warum ihr hier angreift, aber hey, wenn ihr es schon tut, ne? Dann zerstört das. Und haut ihn wieder ab. Das ist eigentlich eure Aufgabe die ganze Zeit. Und zwar nicht zu sterben. Das ist die Aufgabe, die meisten Leute hier haben. Mann, ey, ich kann nicht so viel gleichzeitig machen. Das ist doch nervtötend. Ich brauche hiervon welche. Ich brauche davon welche. Ich brauche hiervon welche. Ich brauche davon welche. Wie geht's den Leuten hier? Davon brauchen sie erstmal das hier. Und jetzt können die erstmal hier reingehen. Wir gehen hier in Deckung. Sie werden alle vor mir knien. Sie widersetzen sich. Sie widersteht meiner Klinge. Ich tauche das Licht König in Dunkelheit. König der Könige! Vorwärts, Hügelmenschen! Wir können keine neuen Truppen ausbilden. Ah, das sind die Verbliebenen. Der Feind ist in unserem Lager. An die Arbeit, oder ich werfe euch den Wölfen vor. Baut für den Hexenkönig. Zurück an die Arbeit. Kann ich hier noch einen richtig nice Turm irgendwo hinstellen? Da. Baut es stark. Dann kann ich das hier erstmal aufbessern. Die Sachen hier raus. Die erstmal verbessern hier wieder. Und dann kann ich die eigentlich nach da anschicken. An die Arbeit, oder ich werfe euch den Wölfen vor. Ich bade in ihrem Du solltest doch auch nicht hingehen, ne? Ich werde mich rächen. Ich werde sie. Kommen jetzt überhaupt die nächsten Armeen? Unsere Horden können nicht weiter wachsen. Was? Das kann ich nicht machen. Überlebt alle Elbenangriffe. Ja, das ist eine nächste Mission, das weiß ich selber. Sie werden alle vor mir knien. Der Westen wird Blut. Wir sind hier fertig. Stellt euch nicht zwischen mich und meine Beute. Der Feind greift unsere Truppen an. Lasst keinen am Leben. Meine Diener sind schwach, doch ich bin stark. Der Feind greift unseren Baumeister an. Ja, davon muss ich dann welche bauen. Wurde erschlagen. Unser neues Gebäude ist fertig. Ich bringe den Untergang. Wir brechen auf. Meine Diener Die sind sollen. Schwach, doch ich bin stark. Ich Wir übernehme keine das neuen Truppen ausbilden. Aha. Wir werden angegriffen. Unser Baumeister wird angegriffen. Sie sind wie Korn für die Schlacht hat begonnen. Ja, easy. Ich warte auf die Befehle des Hexenkönigs. Macht euch bereit zu bauen. Für die Eisenkrone. Es gibt keine Hoffnung. Alter, so leicht kommen die mir jetzt auch nicht davon. Meine Macht wird sie vernichten. So, herzlich willkommen, Leute. Ihr kommt hier nicht mehr durch. Sie widersetzen sich. Ich diene der Eisenkrone. Unsere Reise ist nicht zu Ende. Dann hätten wir hier nochmal eine kleine Armee. Ich befehlige die Leibeigenen. Ich führe unsere Wolfsreiter in die Schlacht. Ihr macht, was euch gesagt wird. Das Licht vergeht. Keine Widerrede, ihr Würmer. Ich bringe dem Besten den Tod. Sie werden bluten. Dieses Land wird leiden. Kommt her. Dieses Land wird leiden. Das Blutvergießen hat begonnen. Der Feind ist in unserem Lager.
Ja, dann muss ich das wohl so machen, ne? Hoch mit euch, ihr Magen! Wir werden hier siegen! Feuer kommen über uns! Ihr macht mich krank! Ruhe, ihr Magen! Ihr macht, was euch gesagt wird! Jetzt wird gekämpft! Hierher! Greift an, ihr Magen! Auf in die Schlange! Interesting. Ihr Magen. Interesting. Ich bringe Angmar Steine und Eisen! So. Baut es stark! Also wir wollen unsere Helden wieder haben, Leute. Und wir wollen auch hier noch eine Einheit vor. Besser gesagt, wir wollen davon noch drei haben. Wir wollen auf jeden Fall hier alles voll haben, denn das brauchen wir langsam. Ja, das ist nicht ganz so wichtig. Möchte ich mal anmerken. Uns hält nichts auf. Hier sind auf jeden Fall noch einige Truppen drin. Die Schlacht hat begonnen. Wir werden angegriffen. Die Dunkelstahlrüstung ist bereit. Unsere Mühlen werden Ruhe angegriffen. Haben. So, Jetzt wird gekämpft. Ihr Schicksal sind die Bunker des Todes. Keine Widerrede, ihr Würmer. Angmar muss erstarken. Arbeitet für die Eisenkrone. Hoch mit euch, ihr Maden. Wir werden hier nicht rasten. Ihr macht, was Meine euch gesagt Diener wird. Sind schwach, doch ich bin stark. Vorwärts, ihr Faulpelze. Was? Unser neues Gebäude. Wo sind meine Truppen dahin? Ah, die sind schon da. Ruhe, ihr Magen. Haben wirklich so viele verloren? Zitadelle. Die Tage von Karn Doom sind gezählt. Wir sind kampfbereit. Der Scheißgeschosse sind jetzt kalt genug. Nett. Ja, jetzt kann ich die hier auch mal ausbessern, ne? Oh, die kommen alle über diese Seite. Oh, das ist interesting. Ruhe, ihr Magen. Wir sind die Seele Angmars. Das Licht vergeht. Die Truppen werden angegriffen. Da! Die Dunkelstahlwaffen sind bereit. Ihre Seelen für unsere Leiber. Unser neues Gebäude ist fertig. Unsere Armee kann nicht wachsen. Meine Diener sind schwach. So, dann. Ich gehe vom Sieg! Sie zerstören unsere Mühlen! Der Feind greift unsere Truppen an! Hört mir zu, ihr Magen! Wir müssen sie erneut zurückwerfen! Rogash ist mit seiner Armee zurückgekehrt! Der Feind ist in unserem Lager! Unter des Königs, Mann. Jo, ne? Ich diene jetzt dem Hexenkönig! Die ganze Armee! Ja, komm, kann da stehen bleiben. Rogash ist mit seiner Armee zurückgekehrt. Der Rest ist mir doch egal, meine Freunde. Ich hab genug. Sie greifen unsere Mühlen an. Genug habe ich. Und wie sieht's hier mit der Armee hier aus? Ah, schön viele hier von. Macht euch bereit zu bauen. Das Blutvergießen hat ein bisschen Schaden bekommen. Auf Befehl. Sammeln! Der Hexenkönig bedeutet Schwäche. Meine Klinge ist Ewigkeit. Wir werden siegen. Der Typ ist tot. Ah, easy. Wunderbar. Besiegt alle Einheiten. So baut man sich bei der Way auch auf. Man muss da so viele Türme spammen. Nice. Easy. Wunderbar. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir. Huh, ein bisschen anstrengend sogar. Die Gerissenheit des Hexenkönigs ist seiner Grausamkeit ebenbürtig. Das rechtzeitige Eintreffen seiner Hauptmänner verhinderte die völlige Vernichtung seiner Armee. Die Eisenkrone wankt. Aber noch ist Angmar nicht am Ende. Die offensichtliche Schwächung Angmars könnte Arnor die Möglichkeit geben, seine Kräfte zu sammeln. Doch der Hexenkönig hat nicht vor, dies zuzulassen. Was für ein Bullshit, Diggi. Das Eintreffen meiner Hauptmänner hat gar keinen Unterschied gemacht. Wir hätten die Schlacht so oder so gewonnen. Nee. Aber ja, Story muss weitergehen. Story must go on. Ja. Am Ende, als ob wir wanken. Diggi, wir sind Angmar, wir machen die Gegner platt, ey. Easy.
Weißt du, die Elben greifen uns ohne Grund an, wir vernichten die. Ganz ehrlich, jetzt kommen die Menschen und dann kommen die nächsten Elben weg. Ganz ehrlich, weg mit dem Scheiß. Ja, das ist jetzt unser Reich. Ja. Wir als Angmar werden da richtig hart um mich greifen und die alle wegknallen. Ja, alle aus ihren Reichen, weißt du, abschlachten, weil es jetzt unser Land ist. So wie man es halt macht im Krieg, ne? Die könnten sich auch, die könnten auch aufgeben, ne? Aber wollen sie nicht. Nee, die wollen uns besiegen. Die wollen uns bekämpfen. Ja, rufen sogar ihre Verbündeten, die Elben an, weißt du? Weil die zu schwach sind, das selbst zu regeln. Aber selbst die kriegen es nicht hin. Aber ja, ne? Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir. Mir hat diese Mission übelst Bock gemacht. Sie ist ein bisschen anspruchsvoller, weil man halt immer... Viele denken so, warum brauchst du viele Türme? Eben aus dem Grund, damit die Einheiten nicht direkt alles vernichten. Weil wenn du da keine Türme hinbaust, bist du relativ am Arsch. Deswegen, die Türme sind da wirklich das Schlüsselmonument. Du brauchst halt diese Türme. Du brauchst halt ein bisschen, dass die Einheiten von den Gegnern durchsiebt werden, während sie nach vorne marschieren. Sonst rennen die einfach durch und zerstören alles. Und das darf nicht passieren. Weil, besonders weil die halt immer und immer mehr und immer wieder kommen und gar nicht mal so die schwächsten Einheiten sind, musst du sie halt aufhalten und slowen und halt aussieben. Und das funktioniert halt wunderbar mit Türmen. Und dann schickst du halt die Türme in die Türme deiner Einheiten, sodass die Gegner auch in diesen Türmen fighten, sodass du optimal eine Bedingung hast, um alle Gegner zu töten. So, das musst du halt einfach machen. Und wenn du das halt nicht machst, verlierst du zum größten Teil diese Schlacht. Weil du so viele Einheiten gar nicht ausbilden kannst, wie du verlierst durch die ganzen Einheiten der Gegner. Weil die Einheiten einfach von den Gegnern einfach durchrennen, weißt du, die rennen und gehen und kriegen immer neue. Und die sind nicht mal schwach und du musst halt immer wieder neu ausbilden. Und das ist halt am Endeffekt scheiße. Du musst es halt so bauen, dass du halt diese Türme nutzt dafür, damit du eben die Zeit hast, deine Einheiten auszubilden und auszurüsten, während du halt damit auch die Gegner tötest. So, das ist so meine Strategie bei dieser Map. Und ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ich hoffe, ihr könnt auch eine positive Bewertung da lassen für die Leute, die bis hierhin geschaut haben. Schon mal thank you für das. Ja, ich wollte gerade For Dead... Boah Gott, ey, ganz ehrlich, lass es einfach sein. Mein Kopf ist gerade komplett woanders. Ich kann kein Englisch mehr. Also eigentlich kann ich Englisch, aber ich bin gerade mit dem Gedanken woanders. Also ich bin gerade ein bisschen, ja, rechts von der Mission. Ne, hab mich gerade übelst konzentriert, während ich gelabert habe. Party. Ich hoffe, ich habe nicht allzu viel Scheiße gelabert. Ich habe das jetzt schon wieder vergessen. Das blende ich einfach aus, was ich so erzähle in der Zeit. Ich wollte eigentlich die Abmoderation machen und jetzt dauert das Video schon 2 Minuten länger, als es eigentlich sein müsste. Hey, nice. Ja, verdammter Mist. Ja, die kleine Unterbrechung tut mir leid, aber das dauert ja auch nicht so lange und ich wollte ja jetzt extra keinen Cut für machen, weil es unnötig ist. Es ist einfach nur Arbeit für so wirklich nicht mal eine Minute. Deswegen, ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, man sieht es in der nächsten Folge oder in einer meiner... Da. Toll. Erstmal Fastbild. Okay, nochmal von vorne. Ich hoffe, man sieht sich dann in der nächsten Folge oder bei einem meiner anderen Projekte. Bis dahin, ciao, ciao und haut rein.